Als nächstes haben wir ein Projekt, das sich auch mit Adaption beschäftigt, aber Adaption auf eine Art und Weise, die wir vielleicht im ersten Moment gar nicht als Adaption sehen, nämlich die Adaption einer Biografie, die Adaption eines Lebens. Es geht um eine Serie, die heißt Sam, ein Sachse, die wird derzeit entwickelt oder produziert für Disney Plus und ist eines der deutschen Originals, das wir dort sehen werden. Und wir werden uns über die Serie ein bisschen unterhalten, was die Herausforderungen sind, wenn man die Biografie, das Leben einer echten Person adaptiert, mit Celine Yusuf und, ich weiß nicht, ob er schon hier ist, Tyron Ricketts, den wir hier gleich zuschalten werden, digital. Ich würde sagen, eine große Runde Applaus einmal für die beiden, bitte. Hallo. Ui, die Stimme aus dem Off. Ach, da bist du. Hallo, hallo. Hallo, Tyron. Hallo, Celine. Könnt ihr uns ein bisschen was erzählen über Sam, ein Sachse und was ihr jeweils daran macht? Also, Tyron, du bist als Geschäftsführer von Pentertainment, glaube ich, maßgeblich an der Entwicklung des Projekts beteiligt. Wenn ich mich recht erinnere, ist das auch ein Projekt, das dir sehr am Herzen liegt, das du schon sehr lange versucht hast, dass es gemacht wird. Kannst du uns vielleicht so in diesem Elevator-Pitch, den wir gerade gehört haben, so ein bisschen erklären, um was es in der Serie geht? Ja, sehr gerne. Vielleicht erzähle ich erst, wie ich an die Geschichte drangekommen bin. Das ist nämlich schon sehr lange her. Das war 2001 ungefähr. Da war ich noch in meiner Eigenschaft damals als Musiker und Rapper in einer Rapband unterwegs, die hieß Brothers Keepers. Und es ging da in einem Song Adrian und die letzte Warnung ging es darum, dass wir im Grunde Deutschland darauf aufmerksam machen wollten als Gruppe von schwarzen deutschen Männern, dass Deutschland auf dem rechten Auge blind ist. Und wir hatten dann zu dieser Single Adriano, hatten wir eine Schultour im Osten geplant, also im Osten Deutschlands, und hatten, bevor wir diese Schultour antreten konnten, Morddrohungen von Nazis. Die haben uns gesagt, wenn ihr herkommt, dann knüpfen wir euch auf. Und darum brauchten wir Bodyguards. Und einer von diesen Bodyguards war Sam Samuel Mephire, um den es geht in der Serie, die wir zusammen mit Big Window, das ist eine Tochterfirma der UFA, und der UFA zusammen umsetzen für Disney Plus, wie du eben schon gesagt hast. Und Sam hat mir damals seine Geschichte erzählt und ich fand das so spannend, so eine deutsch-deutsche Geschichte aus der Perspektive eines schwarzen Mannes zu hören, weil die natürlich auch höchst dramatisch ist, dass ich mir damals schon vorgenommen hatte, das würde ich sehr gerne als Film, damals war es noch als Film geplant, auf die Leinwand bringen. Nur war es damals so, dass die Aussage von den damaligen Sendern und Verleihen, die zurückkamen, war im Grunde immer dieselbe, und zwar, ja, das ist eine spannende Geschichte, aber einen schwarzen Menschen in der Hauptrolle, wer will das denn sehen? So, das machen wir nicht. Und dann ist viel Zeit vergangen und ich habe damals schon zusammen mit Jörg Winger an der Geschichte gearbeitet. Jörg war damals mein Produzent bei Soko Leipzig, wo ich als Schauspieler mitgespielt habe. Und jetzt ist viel Zeit ins Land gegangen. Black Lives Matter war zwischenzeitlich ganz oben auf der Liste der Dinge, die diskutiert werden. Ich denke, durch Digitalisierung, durch den Fakt, dass es jetzt Streamer gibt, hat sich auch die Marktlage verändert. Und dann bin ich 2016, 2017 auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch die Geschichte nochmal aufgreifen. Ich habe Sam gefragt, ob er sich das vorstellen kann, das Ganze als Serie zu erzählen. Und dann bin ich nochmal auf Jörg zugegangen. Und im zweiten Anlauf haben wir es dann eben mit Big Window und mit der UFA zusammen geschafft, aus dieser Idee, die 2001, 2002 initial entstanden ist, eine Geschichte zu machen. Also das vielleicht zur Genese vorab. Kurz, worum es geht in der Nutshell. Sam, ein Sachse, ist die wahre Geschichte vom ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland, der als die Mauer noch stand, bei der kasernierten Volkspolizei war,
der sein Leben lang auch versucht hat, eben durch Leistung, dadurch, dass er anerkannt wird, eben als Teil der Polizei, eine Heimat zu finden in einem System, in einem Land, das es ihm nicht unbedingt einfach gemacht hat, als Teil des Ganzen gesehen zu werden. Wir erzählen, wie er einen kometenhaften Aufstieg erfährt, also dann nach dem Mauerfall, über eine Werbekampagne plötzlich in den Fokus gerät vom damaligen Innenminister von Eggert, der die Polizei neu strukturieren sollte im Osten. Da wurde Sam Teil von der Soko Rex, also ein Sondereinsatzkommando gegen rechte Gewalt. Und also sprich von jemandem, der nach dem Mauerfall vor Nazis weggerannt ist, plötzlich zu einem, der Nazis jagt. Und dann durch diese Beschleunigung, die er da bekommen hat, und durch seinen Einsatz, also mit allen notwendigen Mitteln ans Ziel zu kommen, auch teilweise übers Ziel hinaus geschossen ist, also dann auch in dem Bestreben, sein Umfeld zu seiner Heimat zu machen, tatsächlich auch sich mit den falschen Leuten eingelassen hat und eine eigene Sicherheitsfirma gegründet hat nach seinem Polizeidienst, um ja halt seine Heimat zu verteidigen, und dann da abgerutscht ist in die Kriminalität, zu einem Bankräuber geworden ist und ja letztlich dann fliehen musste, bevor er sich dann seiner Verantwortung gestellt hat vor der deutschen Justiz. Und das erzählen wir in 7 Folgen, 45 Minuten und eine Dokumentation, 60 Minuten. Und Celine, die auch hier live da ist. Eigentlich viele 60 Minuten. Celine ist unsere Lead-Regisseurin. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie uns hilft, die Geschichte von Sam aus der Perspektive eines schwarzen Mannes zu erzählen. Danke schon mal. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was dich an dem Projekt fasziniert hat oder wie du dazugekommen bist und was so die ersten Kontaktpunkte waren, die du mit der Geschichte hattest? Die ersten Gespräche, die ich hatte, gingen tatsächlich über Jörg, aber das waren immer so Pitches zwischen Tür und Angel, ja, und dann gab es ausführlichere Dialoge beziehungsweise Auseinandersetzungen über eigentlich so Folgen, Outlines. Also mich hat das Leben insgesamt von Samuel Mefire, also der erste Pitch, schon eigentlich sofort gepackt. Und natürlich auch, dass es die Co-Produktion gab und aus der Perspektive von Afrodeutschen mit der Pantertainment erzählt wird. Ne? Es hätte mich wahrscheinlich abgeschreckt, wenn es, ohne das jetzt böse zu meinen, wenn es nur die UFA gewesen wäre. Das heißt, wir konnten mitgestalten dadurch. Ja, das heißt, es war klar, hier gibt es viele Erzählperspektiven, ja, auf diese Geschichte, und das Leben ist schon so komplex, also sein Leben in 7, anfangs waren es noch 6 Folgen, und da hat es schon nicht ausgereicht, diese Zeit, und Gott sei Dank hat das Disney auch so eingesehen und hat dann noch mehr Cash draufgelegt, hier macht 7 Folgen draus. Und somit hatten wir für die ersten beiden Folgen vor allem den Raum und die Zeit, mit ihm ein bisschen mehr als auch seinem Umfeld mitgehen zu dürfen. Ja, also ihm Raum zu geben, um sich wirklich auch dieser Figur anzunähern und sie dann zu begleiten über 7 Folgen hinweg. Aber ich war recht früh total, ja, von diesem Leben, ja, fasziniert, aber auch natürlich irgendwie emotional eingenommen, ja, weil ich mir das nicht vorstellen wollte, konnte, und auch die Geschichte, die sozusagen Tyron erzählt hat, wie lange sich dagegen gewehrt wurde, dass das Teil der deutsch-deutschen Geschichte ist, auch wenn es jemand ist, der vermeintlich nicht so aussieht. Ja, und dieser Perspektivwechsel findet ja Gott sei Dank statt, schon länger jetzt. Und geht hoffentlich auch tiefer in der Zukunft. Aber das sind, glaube ich, die Geschichten, ja, die wir alle sehen wollen. Ne? Also die etwas anderen deutschen Geschichten. So. Das, was jetzt natürlich vielleicht ein bisschen interessant wäre, zu sagen, wie weit seid ihr gerade in der Produktion? Ich glaube, ihr seid abgedreht und seid Postproduktion gerade. Genau, also wir haben kürzlich die 7. Folge gelockt, sind jetzt in der Musik und ja, im Sounddesign und in der Mischung und hoffentlich bis zum Ende des Jahres eigentlich damit durch, ne, Tyron? Also müssen ja, der Postpro-Plan ist. Also da gibt's keinen. Serien-Postpro-Pläne sind der Tod. Ja, wirklich. Also
Nee, da ja. Jetzt so die Frage, wo ich so ein bisschen hin will, damit natürlich, das heißt, ihr habt jetzt vor euch liegen das fast finished product, kann man sagen, also mit dem ihr arbeiten werdet. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass gerade in einem Fall wie hier, dass ihr das Leben eines noch existierenden, also noch lebenden Menschen adaptiert, ist es natürlich, glaube ich, sehr viel schwieriger zu arbeiten, als wenn das A, ein weiter zurückliegender Fall ist oder ein weiter zurückliegendes historisches Ereignis ist. Wie nähert man sich dem an? Also wie nähert man sich dem an jetzt im Buch und dann vielleicht auch in der Umsetzung als Regie? Gibt es da also sozusagen so Grenzen, die man sich selber setzt und sagt, da gehen wir nicht hin, das wollen wir gar nicht zeigen? Oder ist da ein relativ offener Umgang mit dem, was dieses Leben bietet an verschiedenen Ambiguitäten? Also vielleicht fange ich da mal an aus meiner Perspektive, weil ich war ja die Person, die Sam tatsächlich als erstes kennengelernt hat, und du musst natürlich erstmal abklopfen, wofür die Person, um die es ja am Ende des Tages in der Geschichte geht, wozu ist diese Person bereit? Auch was möchte sie erzählen? Will sie das überhaupt erzählen? Und in dem Fall von Sam war es ja so, dass es nicht nur, das war ja nicht nur heldenhaft und glorreich, was da passiert ist. Er ist ja tatsächlich vom Vorzeigepolizisten zum Verbrecher und auch also fast zum Staatsfeind Nummer 1 damals deklariert worden. Das heißt, dem ganzen Prozess sind wirklich sehr, sehr lange Gespräche vorausgegangen mit Sam, indem ich versucht habe, ihm zu erklären, was ich mit dieser Geschichte erzählen möchte. Dann gab es natürlich von ihm auch erstmal Widerstände, weil ich meine, ohne jetzt viel zu verraten, er war halt tatsächlich, ist dann zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das heißt, bei ihm ist da unheimlich viel hochgekommen. Und mir war es immer wichtig, sehr sensibel auch mit Sam umzugehen in diesem ganzen Prozess. Also erstmal gab es ganz, ganz viele Gespräche. Dann gab es noch von dem ersten Anlauf, nachdem ich Sam 2002 kennengelernt hatte, gab es 2006, 2007 eben den ersten Anlauf. Da gab es schon Notizen, die ich damals gemacht hatte. Und mit diesen Notizen bin ich nochmal neu in die Überlegungen reingegangen, wie könnte man denn jetzt aus dieser damaligen Filmidee eine Serienidee machen. Dann bin ich quasi mit diesem neuen Draft, mit diesem Bogen, wie das als Serie erzählt werden konnte, zu Chris Silber gegangen. Das ist einer der Head-Autoren zusammen mit Jörg Winger. Chris Silber hat sehr viel schon gemacht, national, aber auch international, hat selber zwei afrodeutsche Kinder, ist selbst ein weißer Deutscher, aber dadurch, dass er zwei afrodeutsche Kinder hatte, war mir klar, dass er auch die Thematik verstehen kann. Und dann haben wir quasi Chris und ich erstmal so einen Serienpitch aufgesetzt, dem ich dann wiederum Sam präsentiert habe, bis Sam dann gesagt hat, ja, okay, da geht zwar bestimmt viel auf aus meiner Vergangenheit, aber ich bin trotzdem bereit, das mit dir zu machen. Und dann bin ich damit dann zu Jörg Winger und der UFA gegangen. Und dann haben wir wirklich in langen Gesprächen mit Sam, die ich dann mit aufgenommen habe, haben wir dann die Details an dieses Grundskelett der Geschichte, die Details angefügt und haben dann immer wieder Sam auch die Geschichte zum Gegenlesen gegeben, bis wir dann so ein Grundgerüst hatten, wo wir gesagt haben, ja, damit können wir arbeiten und damit gehen wir in den Writers Room. Und haben dann einen sehr großen Writers Room aufgemacht, der sehr divers war, also jetzt divers hinsichtlich weiblicher Autorinnen, männliche Autoren, divers hinsichtlich ostdeutscher und westdeutscher und eben auch weißer und schwarzer Autoren, und haben dann wirklich in einem sehr, sehr langen Prozess immer wieder mit diesem Kontrollinstrument Sam guckt auch über die Geschichten drüber, haben wir dann gemeinsam im Writers Room diese 7 Folgen geschrieben. Also das war so meine Herangehensweise. Genau, was uns hilft, ist, glaube ich, oder geholfen hat, war die Timeline. Ne? Also weil das eben auch so komplex war und über ein ganzes Jahrzehnt hinweg erzählt wurde, sein Leben, beziehungsweise 7 bis 8 Jahre zu dieser Entwicklung, bis er dann im Gefängnis gelandet ist, haben wir uns quasi von Folge zu Folge
einem Ausschnitt, einem 1 bis 2 Jahresausschnitt gewidmet, ne? Und weil die Veränderungen in seinem Leben so rapide waren und weil es auch klar war, dass es so schwierig wird, diese komplexe Lebensgeschichte quasi in 7 Folgen zu erzählen, haben wir uns auf Schlüsselelemente konzentriert, die sein Leben verändert haben. Also immer wieder Entscheidungsmomente. Taryn muss vielleicht auch was dazu ergänzen, aber zumindest war das mein Gefühl, dass es um eine politische Veränderung im Land beziehungsweise politische Bewegungen ging, Veränderungen, die im Land stattfanden, aber auch bei ihm selbst, also wo er sich dann verhalten hat. Also sei es jetzt die Entwicklung Mauerfeld, bis hin zu kehrt wieder zurück zur Polizei, bis hin zu Eggert entdeckt ihn, er wird so Symbolfigur für ein damals schon offeneres, Multikulti nannte man das ja, Sachsen. Also diesen quasi Schicksalswendung haben wir uns dann, über diese Schicksalswendung haben wir uns dann Folgen jeweils in den Folgen diesem Bogen gewidmet. Ja? Und das wurde dann, als es dann klar war, wo seine Reise hingeht, blieb es aber auch nicht dabei. Also nicht nur bei Sam, sondern gesellschaftlicher Kontext, was ist mit anderen Figuren, was ist mit der weiblichen, mit dem weiblichen Kampf, also mit den afrodeutschen Aktivistinnen. Ja? Die fanden natürlich auch in seinem Leben nicht so offenkundig statt wie vielleicht in der Gesellschaft zu der Zeit. Ja? Also er hatte, glaube ich, eine ganz andere Philosophie des Kampfes. Ja? Und deswegen uns war es aber wichtig, klarzumachen, dass es eben auch einen weiblichen Aktivismus gab. Ja? Sei es über die Initiative Schwarze Deutsche, als auch Audre Lorde oder Mai Aim. Ja? Also diesen Figuren sich zu widmen und dann halt das alles aufzuwerten, auch mit fiktionalen Figuren, ja, die in der heutigen Welt quasi auch den Bogen schließen zu heute und weitere Menschen oder Perspektiven auch oder Blicke lenken auf sozusagen eine diversere, breitere Gestaltung oder Erzählung, so die inkludiert, ja, aber auch, genau. Vielleicht magst du auch noch was dazu sagen, Taryn. Ja, also ich finde, die Herausforderung war, in Sams Leben ist so viel passiert, aber wir hatten ja trotzdem, also auch dann mit den 7 Folgen, haben wir ja nur eine bestimmte Zeit, die wir erzählen können. Das heißt, die Aufgabe war eigentlich, aus diesem wirklich vollen Leben, auch vollgepackt mit den unglaublichsten Geschichten, die tatsächlich passiert sind, so wie zieht man da die richtigen Teile raus und wie verwebt man die in eine Geschichte, die auch dramaturgisch passiert, weil ein echtes Leben ist ja nicht so aufgebaut, wie wir es vielleicht, wie unsere Sehgewohnheiten in Film und Fernsehen sind. Das heißt, das war tatsächlich ein bisschen die Herausforderung, zum einen sich die richtigen Elemente rauszupicken und die dann auch dramaturgisch so anzuordnen, dass wir nicht total aus dem Rahmen fallen, was wirklich passiert ist. Also manchmal haben wir tatsächlich Dinge zusammengeschoben oder auch in der Timeline haben wir ein bisschen geschummelt, aber das ging einfach nicht anders, um auch die einzelnen Folgen spannend zu machen. Aber es war wie so ein 10.000 oder 100.000 Teile Puzzle und das muss man dann runterdampfen auf ein 10.000 Teile Puzzle und es muss trotzdem noch ein Bild entstehen, was funktioniert. Das war eine große Herausforderung. Also zwischen Überhöhung, Verdichtung, rauszufinden, was man erzählen kann und dem gerecht zu werden und gleichzeitig wahrscheinlich nicht so sehr ins Erfundene abzugleiten, was jetzt sein spezielles Leben betrifft. Mhm. Hattet ihr da mit ihm dann auch jetzt noch während der Arbeit Kontakt? Das heißt, hat er euch am Set besucht, über die Schulter geschaut und war da involviert in so einem Fall? Ja, also Sam, wie gesagt, es gab feste Schleifen, wo Sam tatsächlich über den Work in Progress drüber geschaut hat und auch teilweise gesagt hat, nee, das können wir gar nicht erzählen, weil da, wenn wir diese Geschichte anfassen, gefährden wir unter anderem vielleicht Leib und Leben von jemandem, das wollen wir nicht. Oder hier, lass uns doch vielleicht weggehen von, also ein Beispiel, wir hatten zum Beispiel
auch ein Teil, der im Kongo spielt. Und da war in unserer, in der Fantasie der Autoren, hatten wir halt so schwer bewaffnete Leute im Kopf und Hubschrauber, die da rumfliegen. Und dann hat Sam sich das durchgelesen und meinte so, nee, ganz ehrlich, Leute, da waren keine Hubschrauber, aber da sind einfach Leute mit Macheten in der Hand durch die Straßen gezogen. Und so ein Geräusch von einer Machete, die über einen Boden schleift, das ist viel gruseliger als ein Militärhubschrauber. Und da also hat er in der Drehbucharbeit uns immer wieder wichtige und notwendige Weichen gestellt und war dann auch ab und zu am Set und hat da mit ja schon recht begeisterten Augen eigentlich so sein Abbild eigentlich fast gesehen. Wir haben nämlich, Malik Bauer ist der Schauspieler, der ihn spielt, und der sieht Sam halt wirklich verblüffend ähnlich, also von Physis, aber auch Körperhaltung, Körpersprache. Und das war schon schön, da den echten Sam auch am Set zu sehen, aber da kann Celine bestimmt auch was dazu sagen. Er ist auch wirklich ein sehr sarkastischer Mensch und sehr lustig und sich selbst nicht sehr ernst nimmt, ja, was natürlich angenehm ist, weil er sich das ab und zu auch angeguckt hat und gesagt hat, ja, jetzt macht ihr Hollywood, ne, jetzt macht ihr Hollywood. Und das war schon auch angenehm. Also er hat das alles verstanden, dass das alles extrahiert wird und gleichzeitig gibt es in jedem Projekt trotzdem auch eine Seele, die einem Menschen gerecht werden muss. Ja, also kann er sich noch damit identifizieren und können wir das, wie wir ihn wahrgenommen haben, transportieren, auch wenn wir das hier und da fiktionalisieren. Es gibt einen Kern, und den hat er auch als Menschen in sich, und den muss man treffen. Gleichzeitig muss man diese Geschichte universell erzählen und ein Publikum sozusagen umarmen, das sich auch mit ihm identifizieren muss. Und wie gesagt, also wie schafft man auch diversere Perspektiven in dem Kontext? Und das war auch die spannendere Aufgabe. Ich habe ihn gar nicht so als schwierig oder das war überhaupt nicht das Problem, zumal die Geschichte ja doch auch ein klaren Anfang und ein klares Ende auch leider ja hatte mit seiner Inhaftierung. Somit war es ganz klar, welchen zeitlichen Bogen wir hatten. Ja, und deshalb, aber es war wirklich, er war sehr, sehr angenehm am Set. Also er war auch fasziniert davon, sozusagen, wie groß das Team ist und ja, hat sich zurückversetzt gefühlt in der Bereitschaftskaserne und wollte dann da gar nicht mehr weg und ist öfter gekommen. Und es ist irgendwie, ja, total schön gewesen, ihn dabei zuzusehen. Das ist natürlich auch vielleicht hier und da retraumatisierend, auch für ihn, auch wenn er sehr reflektiert auf sein Leben blickt und ganz klar auch die Schuld bei sich selbst sieht. Es gibt einen Anschluss der fiktionalen Serie sozusagen dann auch eine dokumentarische Folge, die sich ihm widmet, und dann kommt er auch zu Wort und anschließend bringt er auch seinen Roman raus, seine Autobiografie, worüber ich mich sehr freue, weil ich glaube, er hat noch viel mehr zu erzählen als das, was wir in den 7 Folgen geschafft haben, und das ist etwas, ja, wo wir vielleicht auch nur eine Tür öffnen können, für ihn auch sozusagen, und darauf freue ich mich sehr, weil es bleibt einfach ein Extrakt, ne? Es bleibt einfach extrahiert und ja, ich bin aber, also hoffentlich, oder ich bin, habe ein gutes Gefühl, dass wir doch auch ja, irgendwie seine Stimme zeigen können oder ja, seine Stimme hörbar machen können. Also Sam sagte auch manchmal am Set, ihr macht mich hier zur Disney-Prinzessin, und musste dann selber lachen, sich selbst als Disney-Prinzessin zu sehen. Ich glaube, vielleicht noch kurz ergänzend, es ist zwar ein Extrakt, ein Ausschnitt aus Sams Leben, aber es hat trotzdem auch was Celine eben schon gesagt hat, eine gewisse Universalität, weil es erzählt halt das Leben eines schwarzen Deutschen ja, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, und was da im Osten und Westen gleich war und was sich auch erst bis vor kurzem wirklich verändert hat, ist, dass man nie als Teil des Ganzen, nie als Teil dieser Gesellschaft gesehen worden ist, sondern eigentlich immer als so der andere. Und dadurch, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt aus Sams Leben ist, finde ich, steht es trotzdem exemplarisch für ja viele People of Color und was viele People of Color, egal ob das jetzt schwarze Wurzeln, afrikanische Wurzeln oder von woanders sind, eben hier auch erleben mussten und teilweise auch müssen. Und da gehen wir jetzt erst jetzt in die Diskussion, also seit Black Lives Matter. Und darum finde ich, ist es, obwohl es eine historische Geschichte ist,
hat es trotzdem heute genauso Gültigkeit. Und wir können da viele, viele Themen, die heute erst zum ersten Mal ernsthaft diskutiert werden, können wir da fiktiv durchdeklinieren. Was ist jetzt, was ist ein White Savior, was ist ein Ally, was sind Microaggressions und sowas. Da gab es ja damals noch gar keine Worte dafür. Das, was ihr jetzt ein paar Mal angesprochen habt, ist natürlich ein First, also eine Perspektive einzunehmen, aus dieser Perspektive zu erzählen. Findet ihr das manchmal als eine Verantwortung, sowas zu tun? Also ist es manchmal schwerer, weil es keinen Pfad gibt, dem man folgen kann? Oder ist das eher was Befreiendes, weil man selber den Weg vorgeben kann und den Weg irgendwie sich bahnen kann, wie das aussehen soll, was das bedeutet? Ich würde gerne noch also dazu ergänzen, beziehungsweise als Vorwort dazu. Ich war ja in einigen Writers' Rooms bis dahin und habe das kollektive Schreiben und Arbeiten sowieso immer sehr geschätzt, aber jetzt wird es ja manifestiert durch das Schreiben sozusagen für serielle Projekte, weil man auch natürlich dazu gezwungen wird, weil wenig Zeit da ist, aber es ist das Beste, was einem Autor passieren kann, einer Autorin. Und hier war es aber sehr besonders, weil wir eben nicht nur AutorInnen in den Writers' Rooms hatten, sondern auch Zeitzeugen, also Afrodeutsche aus der aktivistischen Bewegung, die bis heute noch sich mit den Thematiken in der Forschung auch auseinandersetzen und alte Freunde, Bekannte sozusagen auch von Sam. Also das ganze Kollektiv war nicht darauf aufgebaut, nur zielführend dahin zu kommen, diese Bücher auf die Beine zu stellen, so schnell wie möglich, sondern es war auch parallel immer ein Austausch. Es ist natürlich auch manchmal überfordernd, wenn du 10 Leute in einem Writers' Room hast und jeder erzählt dir aus irgendeiner Ecke eine Anekdote oder ein politisches Ereignis oder jetzt fehlt aber doch noch die Frauenperspektive, ne? Jetzt wird es hier so männerlastig und dann versuchst du sozusagen die poetische, aktivistische Linie da auch reinzubringen, weil er auch selbst geschrieben hat, ja, und dann versuchst du das alles zusammenzubringen in dem ganzen Kontext und versuchst es sozusagen aus einem Guss dann doch auch zu erzählen, ja, das ist keine leichte Aufgabe gewesen, aber es war auch ein Geschenk, weil eben, ja, weil du mehr mitnimmst, auch als Mensch in diesem Diskurs, also du sitzt da nicht nur und denkst an das Produkt, sondern du erfährst auch gleichzeitig so viel über diese Zeit. Und es gab immer 2 Autoren, die sich einem, wenn nicht 3, die sich einem Buch befasst, also haben. Wir haben immer zu zweit oder zu dritt dann jeweils, nachdem wir zusammenkamen in den Writers' Rooms, das ist wichtig zu sagen, wurde alles sozusagen überdacht, und dann wurden alle möglichen Infos gesammelt und dann gingen jeweils 2 Partner mit diesem Gepäck an Recherche, Face-to-Face-Recherche dann nach Hause und hatten dann gefühlt nur 2 bis 3 Tage Zeit, um die nächste Fassung zu schreiben. So war das Tempo, aber letztlich hatte das auch mal so einen alltäglichen Austausch. Und die Bücher gingen hin und her, ne? Und die wurden dann immer von allen gelesen und dann gab es nochmal 7 Leute, die wieder das alles gefeedbackt haben. Also das ist schon auch sehr besonders, muss man auch schon sagen. Wie viele Durchläufe hattet ihr dann bei so einem Buch oder wie viele Fassungen gab es, bis ihr an einem Punkt angekommen seid, dass ihr sagt, so jetzt ja, ist es gab das schon, rund oder passt das? Es gab schon viele Fassungen, bis wir dann gedreht haben, aber ich glaube, in dem Writers' Room haben wir bis zur 3. Fassung geschrieben und irgendwann haben dann die Head-Autoren übernommen. Das waren Chris Silber, Jörg Winger und Tyron dann jeweils. Parallel gab es dann 1, 2 Autoren. Ich war ja, also ne, ich konnte ja sozusagen als Regisseurin, auch als Lead-Regisseurin bis zum Schluss mitbegleiten und alles mitlesen und feedbacken. Irgendwann fing dann aber auch meine Arbeit an in der Vorbereitung. Deshalb musste das Schreiben dann auch in die Hände der Creator und Lead-Schreiber. Genau, das ging dann noch aus finanziellen Gründen noch in ganz andere Richtung. Irgendwann, du tobst dich aus und dann merkst du, du hast kein Geld. Und dann fängst du wieder von vorne an. Nicht von vorne, aber musst dann halt dich darauf beschränken. Kommt nochmal die Schere dann. Genau, dann kommt die Schere halt, ja. Ja, aber dazu kann ja Tyron nochmal, ich glaube, das war für dich so sehr, wie soll ich sagen, ein Dolch in dein Herz jedes Mal. Wenn ja, also was halt dazu kam, ohne jetzt zu viel rauszuplaudern, es kam halt dann auch noch Corona mit dazu, es kam dann irgendwann noch ein Krieg mit dazu
Und dann sind halt gewisse Dinge, die man vielleicht mal vor 2 Jahren kalkuliert hat, sind halt nicht mehr das wert, was sie heute wert sind. Ne? Und da mussten wir tatsächlich teilweise aufgrund von Budgetfragen Aufwände kleiner schreiben. Und dann hast du halt irgendwie vielleicht so einen riesen Banküberfall im Kopf und den kann man sich dann halt nicht mehr leisten, dann wird's halt dann was anderes. Das war schon teilweise, war das schwierig und auch ein bisschen traurig. Ich würde aber gerne noch auf deine Frage antworten, die du zuvor gestellt hast, weil du meintest, das ist ein First und ob das eher anstrengend oder schön ist. Ich würde sagen, es ist beides. Ich habe ja zur Genese schon gesagt, es hat insgesamt fast 20 Jahre gedauert, bis ich diesen Stoff jetzt umsetzen konnte. Und in diesen 20 Jahren haben wir halt gehört, so nee, interessiert uns nicht, da gibt's kein Publikum. Ich habe das Gleiche als Schauspieler auch oft gehört. Dass es nicht, oder man hat halt irgendwie keine Hauptrollen bekommen. Und dann plötzlich diese Chance zu kriegen, das tatsächlich für eine Weltbühne sowas zu machen, das ist natürlich, da freut man sich. Auf der anderen Seite ist es auch emotional, wie man sich vorstellen kann, auch teilweise wirklich anstrengend, da immer so gegen Windmühlen anzukämpfen. Und erst in den letzten paar Jahren, also ich habe das kurz angedeutet, seit zum einen die Streamer Programm machen für die ganze Welt, das heißt auch für Publikum, das nicht hauptsächlich weiß ist, da hat es angefangen, dass sich was verändert. Und wir merken auch in Deutschland, also ich hatte 2 Jahre lang mit der UFA zum Beispiel einen Development-Deal auch, wo wir uns explizit um Geschichten aus der POC-Perspektive gekümmert haben. Das ist dann ein tolles Gefühl, wenn man dann plötzlich diese Windmühlen immer kleiner werden sieht und plötzlich sind es einfach ganz normale Widerstände und man hat aber eine Chance, irgendwie die zu überkommen. Also es ist anstrengend, aber es ist auch unheimlich befriedigend zu sehen, dass nach so langer Arbeit, dass da ja so ein Silberstreif am Horizont auftaucht. Es ist noch viel Platz nach oben, aber es geht in die richtige Richtung. Ich will jetzt ganz kurz noch die Option geben, hier aus dem Publikum Fragen zu stellen. Das Mikrofon ist on the way. Dankeschön. Hi. Ich habe viel darüber geredet, wie viele Perspektiven und viele Aspekte ihr selektieren musstet, auswählen musstet, um diese ganze Geschichte zu erzählen. Und ihr habt es jetzt auch gerade noch mal angesprochen, damals wurde gesagt, es gibt nicht das Publikum dafür. Und deswegen ist meine Frage, was ist denn eure Zielgruppe? Wen wollt ihr ansprechen? Ist es das gleiche Publikum wie vor 20 Jahren, nur jetzt 20 Jahre älter? Wie habt ihr euch dem angenähert? Oder war das von Anfang an klar, wir wollen diese Geschichte so den Leuten erzählen? Oder auch nicht? Weltweites Publikum, habt ihr auch gerade noch mal gesagt. Wer soll es gucken? Sag du. Die Geschichte war ja schon immer spannend, ne? Und wenn die ganze Welt, seit es Fernsehen gibt, immer irgendwelche Abenteuergeschichten sieht, wo weiße Menschen oder hauptsächlich weiße Männer die Hauptrolle spielen und das funktioniert, dann spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass man auch eine gute Abenteuergeschichte oder ein gutes Thriller-Drama mit einer schwarzen Figur sich angucken kann. Also das ist ja von der Geschichte, wenn es eine gute Geschichte ist, ist es eine gute Geschichte. Was sich verändert hat, ist, dass der Markt sich eben durch die Streamer dahingehend verändert hat, dass, so ein Streamer, der hat die ganze Welt als Markt und auf der ganzen Welt sind nur ungefähr 30% aller Menschen weiß so und 70% sind auf die eine oder andere Weise People of Color. Das heißt, seit es Streamer gibt und seit wir digital Programme schauen, hat sich damit automatisch auch der Markt verändert. Und so von der, unser Target Audience ist Broad, Adult Streamer, True Life Drama Fans, Fans of History und Urban Music Subculture. Das ist so ein bisschen die Target Audience, so wenn du das aus der Marketing-Perspektive betrachtest. Wir haben da auch die gesamte deutsche, afrodeutsche Musikszene dazu einladen können, ihre Interpretation dieser Geschichte im Soundtrack zu manifestieren. Also wir hoffen da schon auf wirklich, und Disney hofft auch auf das breitmöglichste Publikum, was man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass Disney uns wirklich den Raum gegeben hat, unkonventioneller zu erzählen. Ne? Also
ich bin sehr froh darüber, dass wir diese Geschichte sozusagen mit Disney Plus als Auftraggeber realisieren können, weil es schon keinem gewöhnlichen Schema folgt. Ne? Also weil du sozusagen auch gezwungen bist, immer wieder dich auf neue Zeitepochen einzulassen. Natürlich war ihnen aber auch wichtig, den Bogen zu heute zu schließen. Ja? Also sowohl in der Vision, in dem Visuellen, als auch in dem Musikalischen. Und wie kriegt man das hin, ohne jetzt sozusagen die DDR aussehen zu lassen wie Stranger Things in the 80s, so gefühlt. Wie kriegt man das hin, authentisch zu bleiben? Ne? Einem Samuel gegenüber, der DDR gegenüber, mit all ihrer Farbvielfalt, ja. Und es aber trotzdem gleichzeitig zu schaffen, eine junge Serie auch zu erzählen, die aber gleichzeitig auch ja wie ein Andenken der Zeit für die ältere DDR-Generation ne, und nach der Wende auch den Westen ne, mitzuerzählen, die sich vielleicht nostalgisch fühlen dürfen und können auch. Ja? Also wie trifft man sozusagen diesen großen Kreis an Leuten mit dieser Serie? Und ich glaube, es ist insofern uns allen gelungen, weil das Team auch so aufgestellt war, weil wir alle was zu erzählen hatten. Also wir hatten alte Kollegen, muss ich schon sagen, oh Gott, Discrimination, ältere Kollegen mit DDR-Vergangenheit sozusagen, die viele Projekte gemacht haben nach der Wende Ost-West und viele Projekte auch aufgearbeitet haben, die dann auch sehr junge Leute getroffen sind, viele afrodeutsche Teammitglieder. Und wie Tyron halt eben auch sagte, wir sind dann nicht davor gescheut, dann Musik zu erzählen mit einem Spirit von heute, also mit afrodeutschen KünstlerInnen, die sozusagen den Bogen bis heute schließen. Ja, es haben sich viele Dinge Gott sei Dank verändert, aber es ist auch schon so, siehe Black Lives Matter und siehe einige sozusagen Polizeigewalten gegen POC und Black People of Color. Das ist ein Thema, was sich ja strukturell leider immer noch durchzieht. Und das kommt auch noch, also wenn man jetzt über das Publikum spricht, wen möchte man da erreichen, das war auch ein bisschen komplex, ja, weil Sam an sich auch schon immer ein konservativer Charakter geblieben ist. Der hat ja immer noch seinen Sozialismus trägt er im Herzen, ja, obwohl er im Heute und Hier angekommen ist, aber der hat, trauert den alten Zeiten manchmal hinterher, habe ich auch das Gefühl. Und deshalb, ja, ist es, glaube ich, hat immer was damit zu tun, der Zeit gerecht zu werden, seiner Stimme gerecht zu werden, der afrodeutschen Community gerecht zu werden und das alles zusammenzubringen, ohne eine Dokumentation dann zu sein, sondern dann doch auch zu unterhalten. Ja, man muss die Leute bekommen, damit sie sich diese Geschichte angucken und darf nicht davor sich scheuen oder muss sich halt wagen, sozusagen eine eigene Sprache zu entwickeln für diese Geschichte, die auch ganz viel mit einem selbst zu tun hat. Ne? Was guckt man heute gerne? Und gleichzeitig halt authentisch bleiben mit allen Mitteln. Ich glaube, wir haben noch eine Frage hier drüben, die ich gerne... Hallo. Gerade für dich als Regisseurin, wie war das für dich, vor allem am Set jemanden zu inszenieren, den es tatsächlich gibt? Weil ich habe das Gefühl, oder wenn ich jetzt so darüber nachdenken würde, bei einer fiktionalen Person kann man gefühlt weniger falsch machen oder seine eigene Interpretation der Figur auch mit der schauspielenden Person zusammen schön herausarbeiten. Aber wie sind du und der Hauptdarsteller damit umgegangen? Malik hat sich Samuel vor allem, da bin ich nicht so viel, ich habe nicht interveniert sozusagen, weil ich ihn in den Raum gelassen habe. Er ist viel mit Samuel rumgereist, in seine Vergangenheit sozusagen, an Orte, die ihn bewegt haben, die für ihn immer noch eine große Rolle spielen. Sie sind immer noch im Austausch und ich glaube, sie lernen viel voneinander, auch unabhängig von diesem Projekt oder nehmen viel voneinander. Meine Aufgabe als Regisseurin ist, in seinem Spiel sozusagen ihm den Raum zu geben, dass er sich wohlfühlt in dieser Rolle, weil sie so emotional wirklich in Abgründe eintaucht. Ja, ihm gleichzeitig sozusagen zu helfen, dahin zu kommen, was auch eine schwierige Aufgabe ist für ihn als Afrodeutscher, weil wirklich viele Szenen auch
für ihn retraumatisierend waren. Also es gibt Gewalt, es gibt viel Gewalt, es gibt sozusagen eine sehr intensive Lebensgeschichte, eine Biografie. Und dann muss er sich sozusagen immer wieder seiner eigenen Grenzen bewusst werden. Und im Austausch mit Samuel hat er natürlich auch einen Halt bekommen. Also nicht nur, da ging es nicht nur darum, was hast du da erlebt, wie hast du dich da gefühlt, sondern der hat so einen Partner gehabt an seiner Seite. Ich glaube, der war im engen Austausch. Da bin ich gar nicht dazwischen gegrätscht. Ja. Wollte ich auch nicht, weil ich das Gefühl habe, nicht, dass ich da nichts zu suchen hätte, aber das ist auch eine afrodeutsch-männliche Erfahrung sozusagen, die sich ganz anders anfühlt für die beiden. Die haben auch zusammen trainiert, also der echte Sam hat dann Malik wirklich so Nahkampftechniken gezeigt und die sind am Boden rumgegoogelt und die haben mal jemanden observiert, also ohne dass er das wusste, sind ihm dann gefolgt und damit Sam halt wirklich mal eintaucht in diese Welt auch vom echten Sam. Also die waren da wirklich, haben da eng zusammengearbeitet daran. Und die Entscheidung sozusagen, wo kann ich helfen, wo geht's ins authentische Spiel, wo kann ich sozusagen in der Führung oder in der Inszenierung, das fing dann an in der Analyse sozusagen der einzelnen Szenen für uns, ja, also und der ganzen Reise. Ne? Ab welcher Folge geht es emotional wohin und was ist sein Kern? Also da fing es dann an in der Arbeit der Bücher. Wir haben auch darauf verzichtet, dass es jetzt einen sächsischen sozusagen Dialekt oder halt einen Ton in der Sprache gibt, obwohl sich das Disney auch gewünscht hat. Ne? Also es ist nicht so, dass sie sich dagegen gewehrt haben, ganz im Gegenteil, was auch schön war. Aber im Prinzip tastet man sich so über verschiedene Wege dieser Figur an. Er auf seine Art und Weise mit Samuel und ich über, ich arbeite gern psychologisch sozusagen, über was hat er für Verhältnisse mit seiner Mutter, mit seinem Vater, und ist sein Kernschmerz sozusagen, was er durchträgt, so sein, und das war eher so meine Arbeit mit ihm zusammen. Ich mag das Oberflächliche eh gar nicht. Also ich habe auch nicht von ihm erwartet, dass er so ist wie Samuel. Ich habe eher gehofft, dass er einen Zugang für sich findet, wie er diesem Menschen auch gerecht wird. Und das hat er geschafft. Weil sie sich aber auch gar nicht so, die sind sich gar nicht so fremd, komischerweise. Ne? Also sie leben und sprechen so, als würden sie sich seit Jahren kennen. Also ich weiß nicht. Naja, das war also auch einfach Glück im Unglück. Erfahrungen, die waren halt, hat halt jeder schwarze Mann in Deutschland gemacht, so in einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Form, ne? Und Gewalttätigkeit oder Form von Diskriminierung. Also es gibt einfach ganz, ganz viel, was sich da durch die Bank durchzieht. Ne? Es gibt ein paar Bilder auch. Ich weiß nicht, ob es da Interesse gibt, aber ich habe unter großer Anstrengung habe ich es geschafft, ein paar Bilder zu besorgen. Wenn ihr wollt, kann ich die mal kurz zeigen. Da müsste ich meinen Screen aber sharen dürfen. Geht gerade im Moment, steht hier Host Disabled Participant Screen Sharing. Da müsstet ihr mal eingreifen. Und ich höre euch auch nicht mehr jetzt gerade. Naja, scheint's, wenn's geht, vielleicht kann dann im Chat jemand was schreiben, gerade geht's nicht. Und währenddessen arbeiten wir an dem Problem. Super. Dahmer, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, auf einer Person und einer Geschichte, die jetzt auch nicht so lange her ist, läuft er gut. Jetzt werden allerdings in der Kritik Stimmen. Mikro geht, ja. Dahmer, genau. Auch ein Thema Adaption. Jetzt werden mittlerweile in der Kritik Stimmen laut, die sagen,
Ich war da irgendwie Zeitzeuge, ich war, keine Ahnung, die Nachbarin, ich habe das mitbekommen, ich wurde nicht nach Rechten gefragt, ich habe das anders, so das wurde falsch interpretiert. Und da wollte ich jetzt mal auf euch nochmal zurückkommen und fragen, habt ihr in so einer Art auch negative Erfahrungen gemacht? Weil man kann ja als Creator, die Recherche hört ja niemals auf, ne? Gerade wenn es um Ereignisse geht, die vielleicht auch noch nicht so weit in der Zeit zurückliegen. Habt ihr da irgendwie Probleme gehabt mit Leuten, die sich vielleicht auch, ne, eher als Nebenfiguren plötzlich falsch repräsentiert gefühlt haben? Wir mussten alle Personen, die wir erzählen, da mussten wir natürlich fragen, ob wir es erzählen dürfen und die Rechte einholen. Außer bei politischen, öffentlichen Personen, da darfst du ja alles, was öffentlich bekannt ist, darfst du nutzen. Aber teilweise haben wir uns natürlich schon die Frage gestellt, dürfen wir jetzt einem Minister einen Satz in den Mund legen, den er vielleicht so gar nicht gesagt hat. Also da haben wir dann schon auch in der Drehbucharbeit dann teilweise nach Lösungen gefunden, die ja dann auch unverfänglich sind. Ja. Gleichzeitig ist es auch so, dass alle Figuren, wir haben sie fiktionalisiert und umbenannt. Also sie basieren quasi auf Figuren oder Menschen in seinem Leben. Ja, aber das ist nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern wir standen auch dahinter. Das ist dann auch irgendwann, weil wir nicht in diese Gespräche gehen konnten, ne, mit diesen Menschen, dass es besser ist, sich dann doch davon inspirieren zu lassen, von dem, was Samuel erzählt, aber gleichzeitig auch, weil wir halt viel da reinlegen in diese Figur, uns immer um seine Perspektive gehen wird. Also wir sind dicht an ihm dran. Also es ist eine sehr persönlich wahrgenommene Perspektive auch. Und die machen wir auch deutlich. Und deshalb wurde dann irgendwann die Entscheidung getroffen, dass alle anderen Figuren sozusagen einen anderen Namen bekommen und anders, ja, damit auch offenkundig fiktionalisiert werden. Ja. Könnt ihr uns ein bisschen was erzählen zu der weiblichen Perspektive, die ihr jetzt hier mit reinbringt? Weil du hast es vorhin angesprochen, also ihr bezieht euch jetzt nicht nur auf Sams Geschichte, sondern es wird ja dann sozusagen ein Blick auf das afrodeutsche Experience so um die Wände herum geben. Was für Perspektiven habt ihr da gefunden und wie arbeitet ihr die ein? Ja, vielleicht fange ich kurz an. Also die Crew um Sam, deren Art mit der Zeit umzugehen und mit der Bedrohung auch von Leib und Leben ist halt eher eine physische. Das heißt, Sam selbst hat sich zur Kampfmaschine gemacht und auch die Jungs um ihn herum, die sagen, ja, wir sind im Grunde lieber der prügelt als der geprügelt wird. Und weil das nicht die einzige Art und Weise war, damit umzugehen, nämlich es gab durchaus auch eine intellektuelle oder intellektuellere Art und Weise, haben wir eben die Figuren der Frauen, insbesondere Jenny, die als afrodeutsche Anwältin aus dem Westen nach Dresden kommt, haben wir die Frauen haben wir denen so eine intellektuelle Art und Weise gegeben, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Also wir haben eine ganz tolle Szene, die Celine inszeniert hat, wo die Mädels Sam zum ersten Mal zum AG Farbe-Treffen mitnehmen. Das war im Grunde das Pendant zur ISD, also zur Initiative Schwarzer Deutscher im Osten. Und Sam trifft da zum ersten Mal auf eine schwarze Community. Also der ist zum ersten Mal in einem Raum, wo mehr schwarze als weiße Menschen sind und wo alle so aussehen wie er. Und da haben wir auch Maya Yim, also eine afrodeutsche Poetin, die damals ja Vorreiterin eigentlich der afrodeutschen politischen Szene war, haben wir da auftreten lassen, haben sie ein Gedicht rezitieren lassen und zeigen halt so eigentlich die ersten Schritte, wo schwarze Menschen quasi sich selbst als Teil der deutschen Kultur auch erzählt haben und wo auch dieser Begriff Afrodeutsch geprägt wurde. Also davor wurde, das N-Wort war zwar schon verboten, aber dann wusste man nicht, sagt man jetzt Mischling oder sagt man Farbiger und so weiter und so fort. Und das ist ja entstanden, das ist aus der Kultur selbst entstanden und die Frauen, die wir erzählen, beschäftigt, sind halt in diesem Diskurs mit drin und sind da aktiv dabei, eben diese Selbstverständlichkeit zu schaffen, dass man halt durchaus eine dunkle Haut haben kann, aber trotzdem deutsch sein kann. Und das ist ein schöner Kontrast eben zu der eher
physischen Art und Weise, wie die Jungs sich zu dem Zeitpunkt in Dresden damit auseinandergesetzt haben. Ich möchte auch dazu ergänzen, dass es nicht so ist, dass Männer sich auf die Fresse hauen und die Frauen Gedichte lesen. Das wäre dann auch wiederum zu klischiert, glaube ich. Es geht darum, sich gegenseitig eigentlich sozusagen zu inspirieren, auch innerhalb dieser Gruppe, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt auf die Bewegung, beziehungsweise wie setzt man sich mit dieser rohen Gewalt und dieser politischen Entwicklung auseinander. Vor allem geht es aber auch immer noch darum, dass sich viele von ihnen als Afrodeutsch identifizieren und diese Begrifflichkeiten bis dato noch nicht da waren und sie suchen und finden. Ja, also und deshalb, also wir konnten auch nicht die Augen davor zumachen und waren uns aber auch alle sehr früh einig, dass wir eine Hommage auch an Mayim als auch Audre Lorde mit integrieren wollten in die Geschichte, weil Sam eben auch, aber authentisch verwebt, Sam war eben auch jemand, der viel geschrieben hat und über Poesie auch versucht hat, sozusagen seine Innenwelt nach außen zu transportieren. Das heißt, es kommt auch wieder über ihn. Also es ist nicht was, was wir von außen nur draufgestülpt haben, sondern es war auch etwas, was er sowieso in seinen Adern war, sozusagen. Und deswegen fühlte sich das nicht befremdlich an. Mit Jenny sozusagen haben wir eine westliche Figur, die aber eine ganz andere Perspektive bietet, weil sie nämlich schwarz ist. Das heißt, auch da sozusagen augenzwinkernd auf, seid ihr wahrscheinlich nicht gewohnt, dieser Ost-West-Konflikt wird über eine Figur erzählt, sozusagen, die schwarz ist. Ja? Also da gibt es viele Entscheidungen, die wir, glaube ich, im Sinne des Gesamtkontextes gut treffen konnten, auch durch die vielen Stimmen im Writers Room, und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich weiß, das ist immer die Frage, die man wahrscheinlich ungern hört, und die dürft ihr auch einfach abschmettern. Wisst ihr schon, wann wir Sam sehen können auf Disney Plus? Gibt es da schon einen ungefähren Date of Arrival? Also ja, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ehrlich gesagt. Aber irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres. Wunderbar. und ihr seid ja dann auch, soweit ich weiß, das erste deutsche Disney Original, das gezeigt wird. Und ich glaube, das ist natürlich auch, denke ich, schon eine Ansage von Disney, dass sie sich mit so einem Stoff und so einem, ich sag mal, schon so ein bisschen eine Fahne in den Boden rammen, was sie gerne auch erzählen würden und welche Perspektiven sie in Deutschland natürlich gern zeigen würden. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Tyron. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Solin. Und freue mich schon auf nächstes Frühjahr. Und danke, dass ihr hier wart. Einen großen Applaus bitte. Danke.